Am Institut für Werkzeugmaschinen an der Universität Stuttgart wird der Einsatz von Werkzeugen für Zerspanungsprozesse, der damit zusammenhängende Werkzeugverschleiß sowie die Auswirkung auf die bearbeiteten Werkstücke untersucht. Die Qualitätsanforderungen an die Bauteile nehmen stetig zu. Es geht um Funktionsbauteile mit Funktionseigenschaften in heutigen industriellen Anwendungen. Die spanabhebenden Prozesse haben hier einen wesentlichen Einfluss. In dem Zusammenhang spielt der Werkzeugverschleiß beispielsweise eine wesentliche Rolle, weil sich der Werkzeugverschleiß einerseits natürlich auf die Werkzeugkosten auswirkt, andererseits aber auch einen unmittelbaren Einfluss auf die Oberflächenentstehung und auf die Randzoneneigenschaften hat. Das IFW befasst sich mit zerspanender Fertigungstechnologie für unterschiedlichste Branchen, vom Automobilbau über die Luft- und Raumfahrttechnik bis zum Maschinenbau sowie der Medizintechnik. Bauteil- und Werkzeugvermessungen an stationären Messeinheiten sind zum Teil sehr aufwendig. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Werkzeugverschleiß messen möchte, dann muss man das Werkzeug erstmal aus der Maschine ausspannen, zur Messeinrichtung bringen, dort wieder einspannen und dann kann man mit der Messung dort beginnen. Dieses Vorgehen nimmt damit natürlich teilweise sehr viel Zeit in Anspruch und durch die ganzen Umspannungen kann es auch zu Messungenauigkeiten kommen. Seit Sommer 2020 haben wir ein Cobot-Messsystem im Institut und mit dem können wir automatisiert direkt in der Maschine und damit zeitsparend arbeiten. Außerdem können wir mit dem Cobot auch sehr große Bauteile und Werkzeuge vermessen. Und es war bislang nur sehr schwer oder auch gar nicht möglich. Der Bruker Alicona Compact Cobot besteht aus einem UR10E von Universal Robots, einem hochauflösenden optischen 3D-Messsensor und einem stabilen Unterbau inklusive maschinenrichtlinienkonformer Steuerung. Mittels dem Free-Drive-Mode lässt sich der Sensor an die gewünschte Messposition hinführen. Die in den Griffen integrierten Joysticks ermöglichen zusätzlich eine hochpräzise Positionierung, welche für die genaue Messung erforderlich ist. Ein Ausspannen ist nicht mehr nötig. Der gesamte Messprozess verkürzt, vereinfacht und verbessert sich dadurch signifikant. Das absolut Besondere an dem System ist die Präzision des Messsystems. Durch die Kombination der stabilen UR-Robotik mit dem Alicona-Messsystem und der Fokusvariation-Messtechnologie ist es möglich, hochauflösende 3D-Datensätze zu generieren und diese für weiterführende Analysen zu verwenden. Hier wird zum Beispiel im konkreten Fall eine detaillierte Verschleißkurve aufgenommen und damit für den Kunden eine Beschleunigung im wirtschaftlichen Prozess erzielt. Die Bedienung des Cobots ist sehr intuitiv, weshalb mittlerweile schon viele Kollegen und Studenten damit arbeiten und die haben auch Spaß daran. Denn wenn man einmal die Messpunkte und den Ablauf einprogrammiert hat, dann übernimmt der Cobot von ganz alleine den Messprozess und wir können uns dann auf die Auswertung und Interpretation der Daten konzentrieren. Automatisierung mit Hilfe effizienter Robotik gewinnt im Zeitalter der Industrie 4.0 in der Lehre, Forschung und Industrie immer mehr an Bedeutung. Die Forschungseinrichtung der Universität Stuttgart plant künftig die Implementierung weiterer Cobot-Systeme sowie eine Vollautomatisierung der Mess- und Auswertungsprozesse.